Eine kurze Ansage vorab, bevor es losgeht. Ich habe mich gefreut auf den heutigen Tag. Ich war entspannt und ausgeruht. Und ganz sicher, heute würde es ein netter, entspannter Tag werden. Ja, und heute wird es zwei Freisprüche geben. Aber inzwischen sieht es nicht mehr danach aus. Sie haben wirklich die schärfsten Sicherheitsbedingungen aufgefahren, um die Besucher dieser beiden Prozesse maximal zu schikanieren, auf 25 zu begrenzen, in Abständen von 5 Minuten reinzubeten, sämtliche Sachen einzukassieren und. Das war alles nicht nett, das war alles komplett überflüssig, das wirft alles schlechtes Licht auf die deutsche Justiz. Und deswegen bin ich auch kein Teilnehmer an irgendeinem von diesen beiden Prozessen. Nein. Es ist völlig klar, dass diese Maßnahmen nur dazu dienen, um Leute zu schikanieren, wie mich, sie auszugrenzen, ihnen wieder mal zu sagen, ich will mit euch nicht reden, ich will mit euch nichts zu tun haben, ihr habt die falsche Meinung, bla 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 bla. Und die Justiz arbeitet ja für die, die gerade an der Macht sind, die es sagen haben, die Staatsanwälte instrumentalisieren gegen die politische Opposition. Und jetzt geht's los mit meinen Eindrücken über den Tag. Hallo, ich bin unterwegs zu den Prozessen von Sabrina Kollmorgen und Elfriede Krutsch. In beiden Fällen erwarte ich persönlich Freisprüche. Warum die vielleicht nicht kommen, das werden wir dann heute hören. Also, das war jetzt die Hölle, ja? Also, ich bin jetzt hier schon eine halbe Stunde unterwegs, durchs ganze Gerichtsgebäude, erst den Eingang, dann kreuz und quer durchs Gebäude quasi zum anderen Eingang. Dann treffe ich 3 Meter vor dem eigentlichen Verhandlungssaal, den man auch diverse Male erfragen musste, der unten nicht ausgehängt ist, auf einen netten Typen, der eben meint, hier durch diese Schleuse dürfen nur ganz wichtige Leute, also ich nicht. Und deswegen müsste ich jetzt wieder runter und dann irgendwo anders rein. Und ich bin schon ziemlich... verwirrt, wütend, irgendwas. Also ich lasse mich da doch nicht mehr beeindrucken durch diesen Quatsch hier. Das ist tatsächlich Schikane und das hat der Mann auch zugegeben, als ich ihm sagte, sie wollen mich doch hier nur schikanieren. Ja, solche Leute wie Sie wollen mich hier schikanieren. Okay, also. Und dann haben sie hier also einen Raum quasi reserviert, der für also Schwerstverbrecher quasi mit Sicherheitsschleuse da reserviert ist. Und da stehen jetzt alle davor und dürfen sich halt nackend ausziehen, um dann da überhaupt reinzukommen. Und das ist so der aktuelle Zustand der deutschen Justiz, ja. Also so wie ich es jetzt gerade gehört habe, lassen sie ja ungefähr alle 5 Minuten einen rein. Der Prozess müsste eigentlich schon angefangen haben. Ja, es ist jetzt schon deutlich nach 9, 8:45 und es stehen noch so viele Leute vor der Tür, deren Recht, diesem Prozess beizuwohnen, mit Füßen getreten wird, die hier schikaniert werden von der deutschen Justiz, die allesamt behandelt werden wie Schwerstverbrecher, ja, obwohl sie nur zuhören wollen, die sich hier halb nackt ausziehen können, ja. Also, na gut, die Klamotten dürfen sie anbehalten, aber vielleicht erlebe ich es ja selbst noch hier. Also, Zweifel sind angebracht, ob ich noch reinkomme. Ich glaube nicht. Wer hat denn diese Ansage jetzt hier gerade gemacht, dass da nur noch 6 Leute reinkommen? Das steht überhaupt nicht in seinen Befugnissen, hier nur 6 Leute reinzulassen, oder? Täusche ich mich da? Es dürfen nur 25 in den Saal, also in den Raum. Aha. Die haben sie durchgezählt. Das heißt, wir werden hier behandelt wie Schwerstverbrecher, ja? Ich fasse es nicht. Ich habe heute ein bisschen nachgedacht in der Verhandlung, vielleicht komme ich gar nicht rein, ja. Was meinst du dazu, Elfriede? Also ich bin seit 26 Jahren Chefin hier an den Berliner Gerichten und was ich jetzt die letzten 3 Jahre erlebe, spottet jeder Art von Demokratie. Das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun.
zu den Gerichten muss die Öffentlichkeit zugelassen werden. Und das sind oben größere Säle und die lassen die Leute nicht rein. Und das geht einfach nicht. Die Öffentlichkeit muss zugelassen werden. Sonst sind wir wirklich in einer Diktatur, würde das in der Sowjetunion oder in Russland geschehen, dann würde das durch die Weltpresse gehen. Und wir nehmen das einfach so hin. Ja? Du weißt auch, dass ich die ganze Presse informiert habe. Ne? Hast du hier irgendjemand von der Presse gesehen? Irgendjemand? Nein, ich kenne aber nicht alle Presseleute. Nee, aber ich habe tatsächlich eine Pressemitteilung zu diesem Prozess von Sabrina rumgeschickt, dass sie dann mal bitte vorbeischauen. Ne? Tja, die letzten Mohikaner, die kommen alle jetzt nicht mehr rein. So, es ist 9:30 und ich gebe jetzt einfach mal auf. Ich komme da nicht rein. Keine Chance. Ihr könnt mich jetzt aufregen, könnt jetzt rumbrüllen, könnt jetzt wütend sein, könnt jetzt sonst wie was tun. Ja, werde ich aber alles nicht tun, weil ich sehe das tatsächlich als formal inkorrekt an. Das ist alles nicht richtig, wie das hier passiert. Und ich hoffe, dass die Anwälte das monieren, dass wir nicht dabei sein durften. Es ist unser gutes Recht, diese Prozesse zu verfolgen. Und die Art und Weise, wie sie uns hier ausgeschlossen haben, das ist einfach nicht in Ordnung. So, jetzt versuche ich es nochmal bei Elfriede Kutsch, 12.30 Uhr. Mal sehen, ob es da irgendwie anders läuft, aber es ist ja kaum zu erwarten. Wahrscheinlich wieder ein fetter Pulk vor der Tür. Körpervisite ohne Ende. Begrenzte Teilnehmerzahl. Mal schauen, ob ich reinkomme. Darf man alles mit reinnehmen? Ja. Immer schön einzeln. Ist ja gefährlich hier. Ja, vor allem du. Wenn die mich schon sehen, dann wird ihnen schlecht. Es ist 12.07 Uhr und ich habe mich entschlossen, mich zu entfernen vom Gericht. Es scheint die Auftrag zu sein, die Menschen wütend zu machen. Und das ist ihnen bei mir gelungen. Ich bin stinkend sauer, wie die deutsche Justiz umgeht mit Leuten, die sich wirklich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Während nebenan die Clankriminalität zu völlig normalen Bedingungen verhandelt wird. Ja? Kein Problem, bei Abu Chaka einfach mal reinzugucken, ohne seine Identität dazulassen, ohne sich zu entkleiden oder seine Sachen einschließen zu lassen, Fotokopien von den Personalausweisen machen zu lassen. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Gar keinen. Das Einzige, was gegen Übersäuerung jetzt noch hilft, Tüte Karotten. Also bei mir läuft's, Roman, ja, erzähl mal, was da drin los jetzt hier. Ja, also in meinen Augen ist der Richter befangen, denn er findet, es war alles verhältnismäßig, dass sich die Polizei so einsetzt für Gesetze, die zu dem Zeitpunkt geltend waren. Also, was soll man da jetzt noch sagen? Also, wenn der das alles verhältnismäßig sieht, wenn er in Ordnung findet, dass die Menschen verfolgt werden, drangsaliert werden, gewaltsam festgenommen werden, ja. Es muss doch festgestellt werden, dass die Polizei sich nicht an die eigenen Regeln gehalten hat, oder? Kann er das nicht? Ja, also es ist einfach... Haben die darüber gar nicht gesprochen? Ich habe leider jetzt auch Termine, also es geht noch weiter, es sind noch mehrere Zeugen, die aussagen und der Polizist, der auch bis jetzt ausgesagt hat, also ein Polizist wurde schon vernommen, der sagte, er fand das auch nicht so toll, den Menschen die Freiheit zu entziehen, also alleine schon diese Drucksausweise. Was soll man da sagen? Das war alles unverhältnismäßig, es war niemals verhältnismäßig. Habt ihr ein Video gesehen? Ja, es wurden mehrere Videos da abgespielt. Und alleine auch im Video sagt der Richter, wieso schreien sie denn so? Die Polizisten tun ihnen nichts. Ne? Dabei sieht der Richter dasselbe Video, was wir auch sehen. Aha. Ne? So, und die Atmosphäre... Hat also keine Vorstellung, wie man sich da fühlt in dieser Situation? Überhaupt nicht. Also der ist befangen.
Hundertprozentig. Wie lange wird das noch gehen da drin? Das weiß ich nicht. Also Stunde mit Sicherheit. Hallo, du warst gerade bei Elfriede drin. Erzähl mal, was da drin los. Ja gut, ich komme gerade aus der Verhandlung raus. Sie ist im Moment kurz unterbrochen worden, weil man ein Rechtsgespräch führen möchte. Mein Eindruck von der Verhandlung ist, sagen wir mal, zwiegespalten. Ob das jetzt positiv für Sie ausgeht oder nicht, kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Was sich jetzt herauskristallisiert hat, es gibt zwei Möglichkeiten momentan. Entweder in diesem Rechtsgespräch findet man eine einvernehmliche Lösung, wie auch immer die aussieht, also in Richtung Einstellung. Oder aber es wird wahrscheinlich ein weiterer Beweisantrag gestellt werden von Seiten der Elfriede, einen Zeugen zu laden oder eine Zeugin, die sie deutlich entlasten kann, was damit zur Vertagung führen würde. Es fehlt auch ein weiterer geladener Zeuge, der in Urlaub ist und der müsste gegebenenfalls, wenn der Anwalt darauf besteht, auch nochmal geladen werden. Das heißt, es wird vertagt. Also entweder Einigung jetzt außergerichtlich bzw. über Einstellung oder aber Vertagung. Das kann man ziemlich deutlich sagen. Okay, danke dir. Bitte. Sag mal, wie spät ist das jetzt? Halb drei. Schon später, war? Halb drei? Ja. Ja, die sind immer noch zugange. Voll die Schikane hier. Geht so weiter. Nee. Bin's geschafft jetzt, wa? Bis zu Ende. Bis zu Ende. Also dafür, dass man versucht, einen Überlebensreflex auszuüben. Es wäre besser, ich wäre irgendwie in eine Schneide gefallen und hätte mich schwer verletzt. Aber einfach einen Überlebensreflex, ja, ich wurde ja von hinten gepackt. Und dann habe ich mich an einem Schild festgehalten, was daneben war. Aber warum gepackt überhaupt? Ja, ja, eben. Der Polizist, der Zweite, hat gesagt, aus dem Gefühl hat er gehandelt, dass man mal die Papiere überprüft. Elfriede, erzähl doch mal kurz, was passiert ist jetzt hier, wie ist ausgegangen? Ja, also die Polizisten, der eine meinte ja, ich hätte ihn dreimal getreten. Auf dem tollen Video hier von Andreas hat man nur einmal. Ich bin umgeknickt. Guck mal, wenn ihr einfach weggeschleppt werdet, dann knickt ihr um, dann geht das Bein nach oben und dieser Reflex wurde als Gewalt tätig von mir gesehen. Aber der Polizist meinte, ich hätte dreimal mit meinem Knie sogar. Also ich habe, obwohl er mich hier festgehalten hat, habe ich es wohl noch so. Haben Sie dem das geglaubt, diese Aussage? Also Sie haben gesagt, also das ist eher nicht, ja. Aber es Wie ist das zu diesem Deal gekommen mit den 200 Euro? Es wäre noch eine Frau als Zeugin, die neben mir gegangen ist, die hätte noch mal bestätigen können, dass ich auf keinen Fall von den Polizisten angesprochen wurde, sondern ich wurde von hinten gepackt. Und dann haben die mich dann von dem Verkehrsschild, das ging ruckzuck, da haben die auch nicht gesagt, was jetzt los ist. Und ich habe ja gerufen, lassen Sie mich. Habt ihr das alle gesehen, ein bisschen, das Video? Ja. Ja. Haben die sich noch geäußert zu diesen Sicherheitsvorkehrungen, die Sie hier getroffen haben? Hier? Ach nee, da habe ich gar nicht. Weil die Abu-Chakas sind ja nebenbei ziemlich unbehelligt da rein und rausgegangen. Ne? Da war ja da gleichzeitig ein Prozess hier im Nebengebäude. Wer ist denn Abu-Chaka? Neue Clan-Kriminalität. Aber du bist halt schlimmer wie die Clans, ne? Also das ist schon eine Schande. Ja. Solche Sicherheitsmaßnahmen, auch für die Sabrina, ist ja genauso gemacht, ja? Ja, ja. Also Sicherheitsmaßnahmen. Und mir haben sie geschrieben, 5 Polizisten werden für die Sicherheit im Saal sorgen. Sag mal, ihr seid alle so groß. Okay. Wow. Das ist schon schwer. Ne? Also da, wo du weißt, du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen. Und 200 Euro, das ist nicht die Summe, sondern... Du möchtest noch was sagen zu deinem Ausweis? Ja. Bei der Eingangskontrolle wurden unsere sämtlichen Ausweise kopiert. Auf die Frage, warum und wie lange
die Ausweise kopiert bleiben, hieß es, bis zum Ende des Prozesses. Der Prozess ist jetzt zu Ende. Bei der Ausgangskontrolle bat ich darum, dass ich meine Ausweiskopie zurückerhalte und bekomme jetzt die Aussage, die hat der Vorsitzende. Der Vorsitzende Richter, also nicht der Vorsitzende dieses Gerichts, sondern der Vorsitzende Richter bekommt jetzt meine Ausweiskopie. Warum? Dass ich während der Verhandlung nicht gestört habe, keine Straftat, sondern nur die Öffentlichkeit wiedergespielt habe, steht außer Frage. Mit welchem Recht erdreistet man sich, so intime Daten von der Öffentlichkeit, die beobachtet, einzubehalten? Ja, damit wir bleiben weiter dran. Ich möchte den Namen des Vorsitzenden Richters und den Grund und die Verweildauer meiner Daten wissen. Ich schlage keinen Menschen. Ich bleibe auch in der Sprache gewaltfrei. Ich sage nie, was die üblichen sagen zu Polizisten. Für mich ist es der Herr Polizist und die Frau Polizistin. Und mir sowas vorzuwerfen, ist so absurd wie mir etwas. Und letztendlich gab es ja jetzt eine erstmal eine vorläufige Verfahrenseinstellung, aber wenn Sie dann 200 Euro überwiesen haben, eine Einstellung, wie zufrieden sind Sie mit dem Beschluss, der heute gefallen ist? Also eigentlich habe ich wirklich so zähneknirschend zugestimmt, weil ich das auch mal vom Tisch haben will, denn ich wurde ja in der ersten Instanz am Amtsgericht zu 120 Tagessätzen für 15 Euro verurteilt. Also mein Eindruck bis jetzt ist kein guter. Ich habe kein gutes Gefühl. Erstmal schon das Aufgebot an Hochsicherheitsvorkehrungen in meinem Fall. Also ich bin weder in einem Clanmitglied noch vorbestraft. Ich habe jemanden überfallen, jemanden umgebracht oder sonst irgendwas getan. Ich bin ein ganz normaler Mensch in diesem Land. Ich habe zwei wunderbare Söhne großgezogen. Sie wurden in allen drei Fällen festgenommen. Man hat gesagt, warum, wieso, weshalb, gab es eine Ansprache? Nein, eine Ansprache gab es in allen drei Fällen nicht. Also ich hatte in Zehlendorf bei den Montagsspaziergängen tatsächlich das Gefühl, dass sie sich gezielt auf mich gestürzt haben in dieser Art und Weise. Und Potsdamer Platz hatte ich erstmalig die Erfahrung in meinem Leben mit, also Polizeigewalt, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also es gab keinen Grund, mit mir so umzugehen, wie sie es getan haben. Es war für mich ein totaler Schock. Also bin ich bis heute nicht. Die Ausweise von allen Prozessbeobachtern wurden jetzt scannt und die Kopien wurden selbst beim Verlassen des Gebäudes nicht rausgerückt. Mit der Aussage, der Vorsitzende Richter möchte die Ausweiskopien behalten. Echt? Vollkommen unverständlich. Ja, der Vorsitzende Richter, also jeweils der Richter von Elfriede Krutsch und von Sabrina, haben jetzt unsere Ausweiskopien. Das ist mir völlig unbegreiflich. Warum? Ich habe nach dem Namen gefragt, wo die Verhandlung stattfindet. Da die Tafel können Sie nachlesen. Ich habe es nicht finden können, weil ich auch ein bisschen nervös war, weil Zeitdruck war. Da kam der Polizisten, sagte Hilfenbeiner, nach Ihrem Namen stand auch nicht dran. Dann bin ich zum Pförtner gegangen, der hat den Computer geguckt. Er weiß nichts von einer Verhandlung mit diesem Namen. Das muss man sich mal vorstellen. Davon habe ich einen Bekannten angerufen, privat. Ich sage, ich stehe jetzt hier und komme nicht rein, weil keiner weiß, dass hier heute eine Verhandlung stattfindet. Prozessbeobachter haben auch ein bisschen einiges notiert und habe auch schon viele Gerichtsverfahren gesehen. Was mir jetzt sehr aufgefallen ist an den ganzen Sachen, ist einfach eine prokurose Sache damals, 2021 und 20. Ist mir aufgefallen, das kannst du auch bestätigen, es gab keine Belehrung, dass sich jemand sagt, Entschuldigung, kann ich Sie mal sprechen, ich möchte Ihren Ausweis haben. Wir haben eine Maßnahme, wir müssen den Platz räumen auf diesen und diesen Gründen. Das wurde doch eigentlich nicht, das gab keine ordentliche Belehrung, was ich so gesehen habe, gehört habe. Und leider sind diese Filmaufnahmen manchmal erst später ein bisschen an. Deswegen muss man gucken, es wurde nur eine Polizei jetzt gehört. Aber auch deine anderen Zeugen, man merkt schon, dass die auch erzählt haben, wie wahnsinnig für die das war, was sie mit dir gemacht haben. Die konnten das nicht nachvollziehen. Ne? Also in allen drei Fällen, das kann ich gar nicht so richtig wiedergeben. Ich habe natürlich, also ich habe ja starke Schmerzen gehabt durch Handverdrehen, Handgelenke umdrehen, starkes Zugreifen und über die Straße zerren. Das wird mir als Widerstand ausgelegt. Ich bin einmal umgeknickt, da hat man gesagt, nö, ich stand ja mit beiden Beinen auf dem Boden. Da hat man nichts gesehen, dass ich umgeknickt bin. Und hätte mich dagegen gestemmt oder einen Polizisten geschlagen. Das war am Potsdamer Platz.
Da gibt es keine Filmaufnahmen, die das belegen, leider. Also mein Eindruck auch, also die Polizei wird auch, das werden wir nächsten Montag dann natürlich auch hören, die lügen, dass sich die Balken biegen. Ich stehe mit meiner Aussage da und bin einfach dem komplett hilflos ausgeliefert. Können Sie mal was sagen zu den Sicherheitsvorkehrungen, die heute gemacht worden sind und die vielleicht auch mal rechtlich einordnen? Naja, also ich war ja am Anfang schon irritiert, als es hieß, die Zuschauer müssen nicht nur ihre Handys, sondern auch ihre Geldbeutel abgeben. Dann habe ich also vor Verhandlungsbeginn den Vorsitzenden Richter gefragt, ob das einen tieferen Sinn habe, dass man jetzt auch den Geldbeutel abgeben muss. Beim Handy kann ich es nur verstehen, weil die nicht wollen, dass da jemand filmt oder aufnimmt. Ja, und da hat er gesagt, das mit dem Geldbeutel hätte er gar nicht angeordnet. Und dann hat er die Wachtmeisterei angefragt und die hätten das wohl wegen irgendeiner anderen Sache nochmal angeblich verfügt. Aber das Problem schien sich wohl irgendwann aufgelöst zu. Aber vielmehr verwirrt mich, dass ich jetzt zu hören bekomme, dass denjenigen, die hier der Verhandlung als Zuschauer beiwohnen wollten, Personalausweise abgenommen wurden und davon eine Kopie gemacht wurde. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage, sondern es steht im Gesetz, dass eine Gerichtsverhandlung öffentlich ist. Das heißt eben auch, dass der Zugang nicht nur physisch verhindert werden darf, sondern dass der Zugang auch nicht durch prohibitive Einschüchterungsmaßnahmen blockiert werden darf. Und allen, die jetzt hier dieser Maßnahme unterworfen wurden, kann ich nur empfehlen, eine Datenschutzanfrage zu machen und insbesondere im Sinne von Artikel 13 die Datenschutzgrundverordnung eine Datenschutzerklärung einzufordern, weil wir nämlich Folgendes sagen müssen. Die müssen erstens angeben, auf welcher Rechtsgrundlage sie Daten nehmen. Sie müssen zweitens angeben, wer innerhalb des Gerichts diese Daten zur Kenntnis bekommt und zu welchem Zweck sie erhoben werden, was damit gemacht wird, wann die wieder gelöscht werden. Das heißt also, adressiert werden muss diese Anfrage an den Direktor oder die Direktorin, ich weiß gar nicht, wer, ob das Männer oder Weiblein ist, wer hier jetzt gerade dem Gericht vorsteht. Den Gerichtspräsidenten des Amtsgerichts Tiergarten darüber Auskunft zu eine Datenschutzerklärung zu verlangen und die Auskunftsrechte aus der DSGVO wahrzunehmen. Verfahrensrechtlich hat das hier natürlich die Konsequenz, dass die Öffentlichkeit unzulässigerweise eingeschränkt worden ist. Können Sie eine kurze noch eine Einschätzung, wie ist aus Ihrer Sicht der Verhandlungstag heute gelaufen? Es ist ganz schwer, wenn man direkt aus einer Beweisaufnahme kommt, eine Einschätzung zum Stand der Beweisaufnahme zu machen, weil man ja, ich gebe jetzt nur einen Beispiel, dann nehmen wir den Vorfall vom 10.01.2022. Die Mandantin geht plötzlich zu Boden. Sie selber sagt, sie ist umgeknickt. Von der Polizeiseite wird behauptet, nee, die haben sich auf den Boden gesetzt, um die Zuführung zum Mannschaftswagen zwecks Aufnahme der Personalien zu verhindern. Jetzt haben alle das gleiche Video gesehen, aber Richter und Staatsanwälte ziehen aus diesem Video andere Schlüsse als hier als Verteidigung. Ja? So, wenn ich jetzt nur diesen einen Punkt herausgreife, werde ich sehen, die Beweiswürdigung wird relativ komplex und sie ist noch nicht einmal abgeschlossen. Die rechtliche Einordnung ist ja die, dass durch die Rechtsentwicklung es ja so ist, der Tatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist relativ schnell erfüllt. Wenn ich nicht irgendwo bockenständig abgeführt werde, dann reicht das wohl nach Ansicht der Rechtsprechung schon aus. Aber ich darf mich wehren, wenn die Diensthandlung rechtswidrig ist. Und jetzt wird halt, das habe ich ja in der mündlichen Verhandlung auch schon angedeutet, die Frage zu stellen sein, lagen denn überhaupt die Voraussetzungen für eine polizeiliche Maßnahme vor? Das ist im Einzelnen außerordentlich ziseliert. Das heißt, da kommt es aufs Detail an. Da werden wir also, ich denke mal, nächstes Mal ja noch weitere Zeugen hören. Jetzt eine Prognose abzugeben, wie das hier ausgehen wird, ist in meinen Augen völlig verfrüht. Habe ich für eine richtige Qual empfunden. Das fängt schon an, als wir hier draußen, also vor der Tür, separat voneinander ins Gerichtsgebäude geführt wurden. Das heißt, ich musste einen Eingang alleine für mich nehmen. Ich habe gefragt, warum kann ich nicht mit meinen Unterstützern zusammen das Gerichtsgebäude betreten? Und da wurde dann gesagt, dass eine Hochsicherheitsvorkehrung getroffen wurde wegen mir.
und zeitgleich auch wegen der Ärztin in Rente mittlerweile, Elfriede Krutsch. Und das macht mich fassungslos. Ich weiß, dass zeitgleich in diesem Gebäude gegen die Clanfamilie Abou-Chaker verhandelt wird. Und bei Clankriminalität wissen wir alle, dass es hier um Gewalt geht, um Prostitution, um Waffen, um Menschenhandel oder Schlimmeres. Und da wurden keine Hochsicherheitsvorkehrungen getroffen.